Dienstag, 8. Dezember 2015. Es ist kurz nach 9 Uhr früh. Ein kühler, sonniger Morgen an der Schleuse 26 in Mühlhausen im Landkreis Neumarkt in Bayern. Ein guter Tag für den Ludwig-Donau-Main-Kanal. Das Hebewerk der historischen Wasserstraße bekommt nagelneue Tore. Dieses Zimmererteam aus Thüringen hat wochenlang die alten maroden Tore bis ins kleinste Detail vermessen und auf den Millimeter genau nachgebaut, exakt nach den Schleusentoren aus dem 19. Jahrhundert, wie damals aus massiver und unbehandelter Eiche. Dieses Detail des Schleusentores wird man nach dem Einbau und nach dem Fluten der Schleuse nicht mehr sehen. Ein Schieber am Fuß des riesigen Tores, wird der geöffnet, dann strömt Wasser in die Schleuse oder aus der Schleuse heraus. Jetzt wird sich zeigen, ob die Zimmerer exakt gearbeitet haben. Das Einheben der vier Flügel ist Millimeterarbeit. Der Fahrer des Baggers braucht einen sensiblen Finger am Steuerknüppel und die Handwerker brauchen gute Nerven. Rund 320.000 Euro hat die gesamte Sanierung der Schleuse 26 den Freistaat gekostet. Die Restaurierung des dicken Mauerwerkes in der über 30 Meter langen Schleusenkammer eingeschlossen. Über 3 Tonnen wiegt jedes der 4 Schleusentore. Kein Wunder, dass die Handwerker beim Einschweben der schweren Teile hier und da mit Stechbeitel und mit dem Hammer etwas nachbessern müssen, bis dann die monumentalen Teile in den Scharnieren oben auf der Schleusenkammer verschraubt werden können. Schiffe werden wohl nie mehr durch diese Kammer fahren. Längst ist der Schiffsverkehr auf dem Ludwigskanal eingestellt. Den alten Kanal gibt es im Landkreis Neumarkt zwar noch. An anderen Stellen ist der Ludwigskanal längst zugeschüttet und überbaut. Die Schleuse dient für die nächsten 20 bis 30 Jahre dazu, den Wasserhaushalt des Kanals zu regulieren.